Ja, und damit herzlich willkommen zum neuen Let's Play, zum nächsten Let's Play. Wir spielen Geheimakte Sam Peters. Ja, es geht weiter in der Geheimakte-Reihe. Geheimakte Sam Peters wurde wiederentwickelt von Animation Arts und gepublished von Deep Silver. Ist 2013 veröffentlicht worden und auch hier handelt es sich wieder um einen Click-and-Point-Adventure. Genau, ja. Direkt in Anschluss zu Geheimakte 3 spielen wir jetzt eben den Ableger mit Sam Peters. Sam Peters haben wir ja schon in Geheimakte 2 Buridas Cortes kennengelernt und ist nach meinem Durchlauf von Geheimakte 3 die neue Liebe von Max. Keine Ahnung, wie das ausgegangen ist, aber gut, ja. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Es ist also wieder ein Blind Let's Play. Ich denke, dass es an den Ereignissen von Geheimakte 2 anknüpft. Und zwar nachdem Max dann von der Insel geflohen oder entführt wurde, so ist es ja. Genau. Nehme ich eigentlich. Ja, ich nehme ihn auf. Passt, okay. So. Jetzt muss ich ganz kurz noch was aufschreiben. So. Alles klar, gut. Ja, gut, dann würde ich sagen, will ich Optionen, habe ich schon etwas angepasst. So die Lautstärke habe ich vom letzten Teil wird übernommen. Ich hoffe, das passt so. Werde ich dann sehen, wenn ich mir dann die Aufnahme wieder anhöre. Ja, Spiel laden gibt's. Ah ja, genau. Ich habe eine Testaufnahme gestartet. Die können wir nicht löschen. So. Aber da habe ich mich noch nicht spoilern lassen. Sprich, Videosequenzen und so habe ich übernommen. Nicht übernommen, übersprungen. Und ja, na gut. Dann würde ich sagen, ja, starten wir ein neues Spiel. Mein Name ist Sam Peters. Ich sehe umwerfend gut aus, bin naturblond, aber hochintelligent, extrem tough, eine ausgezeichnete Journalistin und ich hasse Bescheidenheit. Ah, okay. Was mir gleich mal auffällt, ist, dass sie zum Glück dieselbe Synchronstimme hat wie schon im Geheimakte 2 Buridas Cortes. So, genau, Sam Peters sieht umwerfend gut aus, naturblond, extrem tough, okay. Ausgezeichnete Journalistin, ich hasse Bescheidenheit, okay. Ich arbeite für Uncharted. Das ist so eine Art Playboy für Wissenschaftler. Ohne nackte Frauen, ohne Autos, aber mit Interviews und überhaupt mit sehr viel Text. Wir berichten von Ausgrabungen in und Expeditionen zu den entlegensten Winkeln der Welt. Die Bezahlung ist genau genommen ziemlich mies, aber ich liebe Abenteuer und davon gibt es als Bonus reichlich. Okay. Im Endeffekt haben wir das schon erfahren in Geheimakte 2, dass sie eine Archäologin ist. Manchmal sogar etwas zu reichlich für meinen Geschmack. Ah. Mein letzter Auftrag führte mich nach Ah. Indonesien, wo einheimische Archäologen eine alte Tempelanlage im Dschungel entdeckt hatten. Genau, da sind wir wieder bei Buridas Cortes. So, das wurde ja. In diesem Tempel hat ja die Buridas Cortes-Sekte eine Maschine gebaut, die ja den Vulkan zum Ausbrechen gebracht hatte. War das jetzt Deutsch? Egal. Genau. Ein Teammitglied nach dem anderen verschwand plötzlich spurlos und ich geriet in die Gefangenschaft einer Bande von Terroristen. Nur mit der Hilfe meines alten Freundes Max konnte ich fliehen. Während er nun versucht, hinter die Pläne der Bande zu kommen, soll ich die indonesischen Behörden benachrichtigen. Genau. Und wir haben ja am Ende von Geheimakte 2 haben wir ja noch erfahren, dass sie ja dann ihren Kompass verloren hatte. Und dass sie dann auf der Insel herumgeirrt ist und nur mit Hilfe des Affens, der. Sorry, nur meine Mücke. Der rote Pfoten hatte, warum auch immer. Damit hat sie ja dann den Weg von der Insel gefunden. Diese Wache kennen wir auch noch. Und genau damals haben wir von da Obst gestohlen, damit wir dieses Gefährt bauen haben können. Mit diesem Gefährt haben wir dann die Leuchtrakete zum Explodieren gebracht. Und ja. Damit meine Mission nicht zu einfach wird, ist extra ein Vulkan ausgebrochen und die halbe Insel steht in Flammen. Keine Ahnung, wo Max steckt. In diesem Inferno nach ihm zu suchen, ist völlig sinnlos. Außerdem sollte eigentlich der Mann für die Frau durchs Feuer gehen und nicht umgekehrt. Meine Aufgabe ist also klar. Ich muss von dieser Insel entkommen und auf dem Festland Hilfe holen. Genau, da wurde Maxi dann entführt. Ja. Und was mit Sam Peters passiert ist vor Bali, Indonesien, okay? Was mit Sam Peters passiert ist, werden wir wohl jetzt erfahren. Geschafft. Jetzt aber nichts wie weg hier. Na toll. Aus dem Schlauchboot ist die Luft raus. Erinnert mich an meine letzte Beziehung.
Wie soll ich denn jetzt zum Festland kommen? Spielanleitung. Okay, brauchen wir das? Kurze Spielanleitung. Das Spiel wird komplett mit der Maus gesteuert. Gut, ich spiele mit Leertaste noch dazu. Um die Spielfigur an einer bestimmten Stelle zu bewegen, links klicken Sie einfach dorthin. Okay, das war's schon. Okay. Gut, wir haben wieder ein Inventar. Cool. Wir haben die Szene, die wir mit Leertaste untersuchen können. Sehr gut. Wir haben ein Menü, das kennen wir schon. Wir haben ein Tagebuch wieder. Oha, wir haben wieder ein Tagebuch. Flucht aus dem Paradies vor Bali, Indonesien. Jetzt bin ich doch tatsächlich auf dieser schäbigen, unbewohnten Insel in die Gewalt irgendwelcher Terroristen geraten. Ja, Terroristen, es sind Sektenmitglieder. Es ist eine verrückte Sekte gewesen. Zum Glück konnte ich mich mit der Unterstützung meines alten Freundes Max entkommen. Ich soll auf dem Festland Hilfe holen. Kein leichtes Unterfangen, denn das Schlauchboot am Strand ist kaputt und ein Vulkanausbruch hat die halbe Insel in Brand gesetzt. Genau, das war eben der Vulkan, der nicht ganz ohne menschliche Hilfe ausgebrochen ist. So, kommen wir noch weiter? Kurze Spielanleitung. Ah, das geht noch weiter. Okay, Mauszeiger. Der Mauszeiger wurde so gestaltet, dass Sie jetzt erkennen, ob und was gerade Sie tun können, wenn Sie ihn über den Bildschirm bewegen. Hand, D. Okay. Färbt sich die linke Taste des Mauszeigers grün und es erscheint daneben eine Hand, können Sie das gerade anvisierte Objekt nehmen bzw. benutzen. Auge. Färbt sich die rechte Taste des Mauszeigers grün und es erscheint daneben ein Auge, können Sie das gerade anvisierte Objekt näher untersuchen. Ja, im Endeffekt nichts Neues. Inventarleiste kennen wir auch schon. Am unteren Bildschirmrand befindet sich eine Leiste. Eventuell müssen Sie erst den Mauszeiger dorthin bewegen, damit sie eingeblendet wird. Der größte Teil dieser Leiste, das sogenannte Inventar, zeigt die Gegenstände, die Sie aufgesammelt haben. Diese Gegenstände können Sie betrachten oder auch aufnehmen und dann mit anderen Objekten im Inventar oder in der Umgebung kombinieren. Gut, auch nichts Neues für uns. Die Lupe. Die Lupe zeigt Ihnen alle anblickbaren Stellen sowie mögliche Ausgänge und des aktuellen Aufenthaltsortes an. Das machen wir immer mit der Leertaste. Spielmenü. Im Spielmenü können Sie unter anderem den Spielstand speichern. Okay, Tagebuch. Im Tagebuch finden Sie nicht nur die Kurzanleitung zum Spiel, die Sie gerade lesen. Es enthält auch eine Zusammenfassung der Geschehnisse. Aufgabenhilfe. Die Aufgabenhilfe sorgt dafür, dass Sie immer wissen, was Ihre Spielfigur als nächstes tun sollte. Okay. Wenn Sie bereit sind, das Geheimnis um die Legende der Ashanti, okay, zu lüften, links klicken Sie auf das X unten rechts. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Geheimakte Sam Peters. Ja, vielen Dank. Okay, da sind wir schon etwas gespoilert worden. Ashanti, okay. Gut, und Aufgabenhilfe. Sie haben die Aufgabenhilfe gestartet. Sobald eine aktuelle Aufgabe verfügbar ist, werden Sie hier Informationen und Zusammenfassungen zum Spielgeschehen finden. Okay. So wissen Sie immer, was Sie als nächstes tun müssen, falls Sie einmal den Faden verloren haben. Aber keine Angst, diese Informationen verderben Ihnen nicht den Rätselspaß. Die vor Ihnen liegenden Herausforderungen dürfen Sie natürlich alleine lösen. Ach, vielen Dank. Ja, das habe ich schon in Keimakte 3 gesehen. Da musste ich das gesamte Spiel lang zu einem Freund in die Türkei reisen. Gut. Übrigens, es sieht echt cool aus, die ganze Gegend und auch die Grafiken. Gefällt mir sehr gut. Okay, gut. Dann starten wir endlich mal ins Spiel. Was haben wir da? Das Festland. Max steckt in Schwierigkeiten. Ich muss aufs Festland und Hilfe holen. Okay. Sieht nah aus, ist aber scheiße weit. Zum Festland zu schwimmen kann ich vergessen. Kleiner Spoiler, Sam. Max hat es auch ohne dich geschafft. Er wurde zwar entführt, aber er hat es dann im Endeffekt geschafft. Gut, ein Felsen. Ein ganz gewöhnlicher indonesischer Felsen. Kannst du den mitnehmen? Ich geb's ungern zu, aber der ist mir eine Nummer zu groß. Okay, haben wir da eigentlich einen Linksklick gemacht? Sieht nah aus, ist aber Ja, haben wir gemacht, okay. Eine tote Krabbe. Die sterblichen Überreste einer Krabbe. Kannst du die mitnehmen? Zum Verzehr definitiv nicht mehr geeignet. Aber als Werkzeug könnte es für die große Schere noch reichen. Okay, wir haben eine Schere. Huch. Okay. Lecker. Ich muss mich unbedingt mal wieder zum Essen einladen lassen. Okay. Dann ein Schlauchboot. Als Max mit dem Schlauchboot hier angekommen ist, war es deutlich besser in Schuss. Ja, das wird wahrscheinlich von der Puritas-Kreuz-Sekte zerstört worden sein. Verdammte Schlauchboote. Ist aus der vorderen Kammer die Luft raus, sind sie nicht mehr zu gebrauchen. Wie bei Männern. Was? Okay. Ein Loch. Ein Einschussloch.
Diese Drecksäcke. Okay. Mit Hand auflegen kann ich die kaputte Stelle nicht reparieren. Du kannst es ja mal probieren. Okay, wir brauchen irgendein Flickzeug wieder mal. Was Max wohl in dieser Kiste verstaut hat? Wir werden es gleich herausfinden. Verschlossen. Vielleicht bekomme ich das Schloss ja irgendwie anders auf. Oh, okay. Meine Güte. Max und sein Faible für ausgefallene Verschlussmechanismen. Oha. Merkwürdiger Mechanismus. Ich bin mir sicher, dass man durch das Verschieben der Schalter die Kiste von Max öffnen kann. Okay. Wozu soll das gut sein? Keine Ahnung. Ah, okay. Okay. A, X, M, 1, 2, sind das römische Zahlen? Okay, wir sehen uns aber noch weiter um, bevor wir da jetzt herumrätseln. So, das Schlauchboot, das haben wir schon. Max mit dem Schlauch. Ja, okay. So, da haben wir noch eine Flaschenpost, okay. Eine Flaschenpost? Dieser Strand lässt aber auch wirklich kein Postkartenklischee aus. Okay, schauen wir uns die mal an. So, haben wir es da immer im Fall, wenn wir ein neues Item haben? Der Flasche ist ein Zettel. Leider bekomme ich den Verschluss nicht auf. Kannst du mit der Schere vielleicht? Nee, okay. Gut, da ist der Vulkan. Der Vulkan spuckt immer noch unentwegt Lava und Asche. Hoffentlich geht's Max gut. Dem Umständen entsprechend. Was soll ich tun? Ausblasen? Ja. Gut, können wir den Strand verlassen? Okay, das geht wohl. Der Vulkan macht sich langsam warm. Was auch immer ich hier tun soll, lass es uns schnell tun. Okay. Steinformation. Sieht wie ein Pfeil aus. Vorsicht, Sam. Das riecht ein wenig nach Falle. Okay, kannst du da was Wenn machen? Wenn das Diamanten wären? Vielleicht. Bestimmt. Aber so? Okay. Kommen wir da rauf? Nee, kommen wir da runter? Bevor wir dem Pfeil folgen? Okay, es geht auch da runter. Da unten noch weiter. Okay, ein bisschen zumindest. Da geht's nicht. Ah doch, da geht's auch noch weiter. Okay. Und da verbrennen, am brennenden Busch. Ist so stark, dass sich die Zweige entzündet haben. Mhm. Bitte sag mir jetzt bloß nicht deinen Namen. Du bist doch ein einfacher Dornbusch, oder? Okay. Kannst du da irgendwas machen? Nee, okay. Da haben wir die Lava. Faszinierend, aber auch ein bisschen gruselig. Ja, doch schon. Eigentlich kann es mir ja nie heiß genug sein, aber das geht dann doch ein klein wenig zu weit. Okay. Gut, dann gehen wir darauf. So, da haben wir ein Tierskelett. Ist an dem ja nicht mehr dran. Zweitens haben wir auch schon gesehen, wie wir gefangen genommen worden sind. Die Knochenjägerin nimmt wirklich nur einen einzigen Knochen mit. Okay, jetzt haben wir einen Knochen. Ich steck den Knochen in die Krabbenschere. Okay, verlängerte Krabbenschere, gut. Können wir damit vielleicht beim Busch irgendetwas, beim Dornenbusch irgendetwas abschneiden? Nee, auch nicht, okay. War ja nur eine Vermutung. Runter ist sie gegangen, rauf läuft sie. So toll ist kein Mann, dass Frau für ihn zurück in die Hölle geht. Ich mache ausnahmsweise mal das, was man mir sagt und hole auf dem Festland Hilfe. Okay, das heißt, da kommen wir jetzt noch nicht. Da. So toll. Ja, okay. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie dieses Rätsel lösen. So, na gut. Dann auf geht's. So, also. Was haben wir da? Wir haben römische Zahlen. Wir haben 1, 2, 3. Das ist wohl X ist 10. Das muss ich ganz kurz googeln. So, weil ich jetzt gerade auf Anhieb nicht weiß, was zum Beispiel M ist. Falls M, achso, M und A. Sind das überhaupt römische Zahlen? Ich glaube, das sind keine römische Zahlen. Okay. Ah doch, M ist 1000. Aber A nicht. Okay, gut. Gut. Wie kann es da jetzt weitergehen? Können wir jeden Schalter betätigen? Okay, gibt es da jetzt eine Mit dem Schlauchboot könnte Sam die Insel Richtung Festland verlassen. Leider klafft ein fettes Einschussloch in der Bordwand. Die Reporterin muss also das Boot erst wieder seetüchtig machen. Okay, gut. Na, ich hatte schon Angst, dass jetzt gleich eine Rätselhilfe irgendwie kommt. Gut, ja. Was mir übrigens gerade aufgefallen ist, wir haben hier M,
AX, also Max, also nichts mit römischen Zahlen und so, habe ich wieder zu kompliziert gedacht. Das ist übrigens immer noch dieselbe, also dieselbe Aufnahmesession an derselbe Tag, wo ich auch dieses blöde Rätsel in Geheimakte 3 gelöst habe. Zwar nicht alleine, sondern mit einer Hilfe. Aber ja, das Rätsel am Ende meine ich übrigens mit den Steinfiguren. So. Und dann natürlich das Rätsel ganz zum Schluss mit der Uhr. Aber darüber will ich nicht mehr reden. Okay, so. Ich denke, der 1er muss zum M, der 2er zu A und der 3er zu X, weil dann bildet sich so das Wort Max. So. Das heißt, wir gehen darüber, da mal rauf und da rüber. Die 2 muss jetzt irgendwie, warte mal, so. Wozu soll das? Also das geht gar nicht, okay. Die 3 sind verbunden. Und die, okay, kannst du da runter, da rauf und jetzt da. Oh, ich will aber da hin. Ich hoffe, das A gehört zu diesem Schalter und nicht zu diesem, aber ich denke mal schon. So, da und da. Und der 3 ist auch schon richtig, das heißt, das müsste so passen. Ich hoffe, die Mühe hat sich gelohnt. Stiefel, Socken und Zeugs. Ein Satellitentelefon wäre mir lieber gewesen.